weil hier nämlich jetzt die geilste Mittagspause in ganz Hessen startet. Hallo! Wir machen die kleinste und aufwendigste 90er-Party der Welt. Okay, stopp. Aber warum sollte sowas jemals jemand tun? Ganz einfach. It's Radio FF. War der Meinung, die geilste Mittagspause in ganz Hessen verlosen zu wollen. Normalerweise spielen die Jungs Buffalo und Wallace, mit denen ich immer unterwegs bin, eher so größere Shows, wisst ihr? Unter anderem auch regelmäßig auf den Hessentag für Hitradio FFH. Die haben uns also angerufen und erzählt, dass sie uns gerne für eine Mittagspausen-90er-Party irgendwo in Hessen verlosen wollen. Also, wir waren sofort dabei, das klang etwas crazy, aber klar, Bock hatten wir auf jeden Fall. Wir konnten es uns nicht wirklich vorstellen, wie das aussehen soll. Das Lustige war, wir hatten keinen Plan, wo das sein würde, wie viele Leute da kommen und ob das überhaupt irgendwie klappt, mittags eine Party zu schmeißen. So am Stichtag bekamen wir dann so eine Stunde vorher gesagt, wo wir hin müssen. Es stellte sich heraus, dass der glückliche Gewinner die legendäre Tankstelle Tank Frank in Hasselroth ist. Ja, wirklich, die heißt Tank Frank, Mann. Wir haben uns auf den Weg gemacht und dann standen so 30 Leute rum. Die haben das natürlich alle im Radio gehört. Hier mal ein Vergleich zu unseren Partys, wie die normalerweise so aussehen. 1, 2. Und jetzt kommt hier mal der Vergleich zu Hasselroth. Um ehrlich zu sein, waren wir ein bisschen skeptisch, weil an dem Tag waren es so um die 35 Grad. Die Sonne prallte herab, das war Mittagssonne. Der Anfang war so ein bisschen, naja, die Leute mussten ein bisschen in Fahrt kommen, aber am Ende ging es richtig ab, Leute. Wir haben es durchgezogen. Und irgendwann haben die Leute auch alle einfach mitgemacht und sind komplett ausgerastet. Hallo! Mittagspause in ganz Hessen startet. Eine Stunde 90er Party mit unseren Star-DJs Buffalo und Wallace. Habt ihr Bock zu feiern? Ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass ich auf irgendeinem Festival bin. An der Stelle würden wir uns gerne bei FFH für die geile Idee bedanken. Danke an Hasselroth und danke an Tankstelle Tankfrank für diesen unvergesslichen Tag. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr von Buffalo und Wallace sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Checkt auch die anderen Videos ab von den Jungs. Hier mal ein Einblick in den Döner-Song. Und bis zum nächsten Mal.